Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind aktuell in den verlorenen Wäldern unterwegs von Ocarina of Time. Und wir gucken mal, was wir Schönes bekommen können. Okay. Ah, geil, hier gibt es eine Feenquelle. Oh, hier ist bestimmt was Gutes dabei, Leute. Das ist auch nice. Oh, Majora's Mask. Majora's Mask, Leute. Ja. Die Frage ist... Jetzt bin ich verwirrt, weil ich kann das ja gar nicht hier unten einsetzen. Und die Frage ist, kann ich das... Ich kann das ja nicht hier nicht einsetzen, ne? Ich muss das auch nochmal für hier finden, theoretisch. Das ist quasi wie so ein Sonderitem. Weil die Bombenmaske habe ich ja auch für Ocarina of Time gefunden. Das ist verwirrend. Ich weiß halt nicht, wo ich das eintragen soll. Okay, aber hier? Ja. Oh, da gibt es wieder schöne Sachen, Leute. So, lass mal gucken. Naja, gut. Ist nicht ganz so krass diesmal. Also, wir haben hier auf jeden Fall ein goldenes Skuldi-Token. Da haben wir gerade Minusrubine eingesammelt, glaube ich. So. Schade, war nicht ganz so krass. Okay, weiter geht's. Goronia mache ich später, würde ich sagen. Warte mal, gibt's hier auch was als junger Link? Oh ja. Oh nice. Okay, komme ich da schon runter, ja, ne? Geil. Okay, den Hammer. Das ist dann auf jeden Fall für Erwachsensein perfekt und sehr wichtig. So, dann haben wir dann Schlüssel. Woodfall Tempel, okay. Gibt's auch nur einen, sehr schön. Die Gun ist auch gleich mitgenommen. Dann haben wir da die Kamera. Ja. Pick-to-Craft-Box, zack. Und dann haben wir nochmal 50 Rubine. Und Bobonju-Bag für Majora's Mask. Das ist auch gut, da können wir nämlich auch endlich Bomben einsetzen. Zumindest so ein bisschen. Den Rubin lasse ich da stehen. Den braucht keiner. Nice. Freue ich mich. Das lief gut. So. Dann hier mal wieder Deko-Kerle. Harry. Ups. Zack. Das nehmen wir mit. 25 Rubine ist auch nix. Easy peasy. Und dann hüpfen wir ja kurz in das Loch rein, würde ich sagen. Ah, Leute, es fängt gut an. Ah, okay. Boah, die Orte musst du dir halt echt merken, ne? Das ist später vielleicht nochmal wichtig. Und dann kriegst du halt für das Item nur 5 Rubine oder so. Das wär's halt. Das wär's halt. Das wäre echt traurig. Okay. Weiter geht es. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein Loch. Hä? Okay. Goldenes Skulltier einfach. Okay, hier gibt es auch nochmal einen Stein. Warte mal kurz. Ich möchte mal lieber kurz jetzt die Maske ausrüsten. Mal ein bisschen Bomben sparen. Ein bisschen zumindest. So. Was haben wir hier? Okay, was ist das hier? Kann ich? Ja. Okay. Ich habe nur einen Bobonju? Ich verarschen. Okay, wir werden langsam stärker. Guckt mal. Wir haben ein paar... Haha, die Hoferboots, Alter.
Mega interesting. Okay, aber was? Das bringt mir jetzt hier auch nichts wirklich, der Raum, oder? Möglicherweise ist da irgendwas drunter. Unter irgendeinem Stein. Ich brauche Bomben. Ich brauche halt Bomben. Shit. Das macht es nicht leichter. Okay. Die Frage war, war das jetzt... Es war, glaube ich, rechts, oder? Ja. Shit, wie mache ich den platt? Ich habe Deko... Ich hab das. Komm her. Ciao. Easy peasy lemon squeezy. Juhu. So. Und dann würde ich hier sagen... Nochmal kurz wegbomben. Und ein schönes Kistchen mitnehmen. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Schlüssel für den Stone Tower. Aha. Wichtig für später. Finde es auch gut, dass wir jetzt den kleinen Schlüssel für einen Woodfall-Tempel haben. Das heißt, da könnten wir dann, wenn wir die Musik haben, auf jeden Fall rein. Ich wechsle mal kurz die Maske. Okay. Oh, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe gerade was vergessen. Denn ich glaube, man kann hier auch noch random Items bekommen, oder? Ne, hier liegt jetzt nichts drin. Aber ich glaube, da liegen auch manchmal Rubine drin. Shit. Ich muss ein bisschen auf mein Leben achten. Ist hier nichts? Nö. Okay, hier ist auch nichts drin, schade. Okay, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Die Siedler halt, ne? Ist auch so geil, die Musik. Okay, wir haben echt viel Kohle, das gefällt mir sehr gut. So, wir rennen einmal hier durch. Da haben wir oben auf jeden Fall nochmal ein Loch. Zwecks Song of Storm und wir kriegen das Degonus Upgrade. Was? Alles klar. Ne, das ist schön. Das gefällt mir wirklich gut. Das ist jetzt von ihr gewesen, ne? Nehme ich mal an. So, und hier machen wir einmal den. Degonus Upgrade gefällt mir ganz gut. Kann man immer gebrauchen. Und, hier einmal in ein Loch rein. Unten haben wir noch ein Loch. Und dann sind wir auch mit den verlorenen Wäldern erstmal wieder fertig. Alter, wie viele es einfach von diesen Löchern gibt, ne? Mit dieser Aufmachung, sag ich mal. Ja, toll. Braucht wieder kein Schwein. Okay. Dann sind wir hier auch erstmal fertig. Weiter geht es. So, das Loch haben wir noch. Und dann sind wir auch erstmal wieder durch mit den verlorenen Wäldern. Okay. Hier ist der nächste von den Steinen. Ah, das alles zu merken ist hart. Aber zwei in den verlorenen Wäldern, auf jeden Fall. Den anderen habe ich schon wieder vergessen, wo der war. War dein Kakariko irgendwo? I don't know. Okay, verlorene Wälder erstmal abgehakt. Ich hätte gesagt, Goronia machen wir später. Wo jetzt sind wir einmal da, ne? Ja, komm. Wir machen Goronia. Wir sind jetzt einmal da. Dann nehmen wir das gleich mit. Kann man von hier sehen, ob es da was gibt? Ich glaube, da ist nur als erwachsener Link was, ne? Sollte ich mir nochmal kurz ein paar Herzen holen? Ich glaube, ich nehme mir die mal kurz. Hier oben vom Dach runter. Bisschen Heilung. No, no, no. Weil ich werde jetzt viel mit Bomben arbeiten. Gerade in Goronia ist das sehr wichtig. Könnte man theoretisch auch in den Dungeon rein. Die Frage ist nur... ich meine, an sich brauchst du nur Bomben. Oder? Ich weiß halt nicht, wie das mit den Echsen ist. Ob man die Echsen mit Bomben besiegen kann.
Ha, Fragen über Fragen. Ja, man könnte da schon ein bisschen was machen. Okay, erstmal gehen wir nach Coronia. Wir haben auf jeden Fall ein paar Kern-Items dafür. So, unter anderem halt die Bombenmaske, die hier super nützlich ist. Wäre halt geil, wenn wir noch ein Schild hätten. Okay, was haben wir hier für eine schöne Musik? Ah, hier kommen wir gar nicht so weit, ne? Weil, ja. Schade. Schade, schade, schade. Okay. Alter, wenn wir das Lied haben, wir haben so viele Feenquellen, ne, die wir abklappern können. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, ich werde das heute, glaube ich, mal ein bisschen rückwärts machen. Weil wir haben ja Dins Feuerentfernung. Die haben auf jeden Fall... Da kann ich oben die Fackeln anzünden. Und dann mit den Deku-Sticks einfach mal... Das müsste funktionieren. Du. Ich denke schon. So, pass auf, wir machen jetzt hier mal Dins Feuerinferno. Zünden mal hier die beiden Fackeln an. Unten habe ich auch direkt eine angezündet, habe ich gehört. Dann machen wir den und machen den. Und dann rennen wir hier mal kurz runter. Du. Na? So, dann dreht sich das Ding. Da kriegen wir auf jeden Fall auch schöne Items raus, wenn wir da eine Bombe reinwerfen. Ich habe halt nicht mehr viele Bomben. Das ist eher gerade das Problem. Ich hätte sparen sollen. Das ist gerade ärgerlich. Weil die kann ich ja noch nicht hochheben. Shit. Und hier kriege ich, glaube ich, keine. Ja, da müsste ich halt wirklich mir erstmal ein paar neue Bomben holen. Aber was ist denn eigentlich? Warte mal, ich kann doch jetzt hier einfach den machen. Und dann... Den dicken muss ich doch einfach nur hier hinten stoppen, oder? Da kriegt man ein Item. Mit der Bombenmaske kann ich das doch perfekt timen. Ansonsten werde ich halt überrollt. Wir probieren mal. Jo. Perfekt. So, hallo. Hab eine schöne Milch bekommen. Ist auch nicht schlecht, oder? Okay, was können wir noch machen? Die Musik ist auch... Ich hab nicht aufgepasst, was das für Musik ist. Habt ihr aufgepasst? So, da kommen wir jetzt auch noch nicht weiter. Oben könnten wir vielleicht noch ein bisschen was holen. Und hier bei dem Typen... Ja, kommen wir halt auch noch nicht viel weiter, ne? Da ist halt... Da ist halt Medigoron, aber ich glaube... Der hat jetzt... Alter, das kostet schon wieder viele Herzen. Ich glaube, der verkauft uns nichts als junger Link. Der sagt uns nur, dass er eine Geschäftsidee hat, normalerweise. Okay. Also wir haben zwei Bomben, ne? Aber es ist halt viel zu wenig. Theoretisch. Für das, was wir machen wollen, da mit dem Krug. Aber da gibt es bestimmt halt was Schönes. Aber vielleicht kommt ja irgendwas Schönes raus. Komm, wir versuchen es mal. Wir versuchen es einfach mal. Was soll schon passieren? Grabbelminen funktionieren vielleicht auch, aber da ist das Timing halt mega hardcore schwer. Dementsprechend lassen wir das erstmal.
So. Ein Treffer. Wir müssen uns nur merken, welches Gesicht wir dann nicht haben, damit wir das irgendwann nochmal nachholen können. Okay, direkt das Lachende, das ist schon mal gut. Da gab es jetzt... nicht so krasse Sachen. Schade. Ja, hier in den Krügen findet man ja keine Bomben. Finde ich in den Steinen draußen Bomben? I don't know. So. War das ein Treffer? Jo, perfekt. Okay, erstmal einen Schluck Kaffee. Oh ja, geil, Bomben. Ja, perfekt. Hä? Wie nice. Da habe ich doch, was ich brauche. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch einmal das lachende Gesicht, dann habe ich alles durch. War jetzt halt nicht so eine krasse Ausbeute, hatte mir jetzt mehr erhofft. Ja, das war nichts. Ich brauche jetzt noch... Warte mal. Ja, das lachende Gesicht hatte ich doch jetzt schon, oder? Ich brauche jetzt dieses mittlere Gesicht noch. Ja, genau, das. Oder hatte ich das lachende Gesicht schon? Bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher. Gib mir mal das lachende Gesicht. Okay, da gibt es immer Bomben. Ja, aber ich glaube, ich hatte jetzt alle, oder? Wenn nicht, schreibt es mir nochmal in die Kommentare, ob ich alle hatte. Wenn nicht, muss ich halt nochmal ran, aber ich glaube, ich hatte alle drei Gesichter. Ich habe jetzt halt nur bei dem Hauptpreis so richtig was. Naja. Zumindest haben wir wieder Bomben. Das ist schon mal viel wert. Und wenn wir hier Nacht haben, könnten wir uns theoretisch auch noch eine Skuldi holen. Problem ist halt bei den Bomben, ich brauche aktuell... mit der Bombenmaske raube ich mir jedes Mal Leben. Das ist halt schlecht. Deswegen, ich würde die ungern jedes Mal benutzen. Ich glaube, hier muss ich lang. Gibt es auf jeden Fall zwei Schatzkisten und normalerweise auch eine Skulti. So. Herzteil für Majora's Mask, alles klar. Dann. Oh. Maske der Wahrheit für Majora's Mask, auch sehr nice. Sehr schön. Ja, toll. So, frage ich schon mal ein. Und die hat auch ein originales Skuldi-Symbol. Das ist Nummer 10, sehr schön. Aber wir hatten das Haus noch nicht gefunden, ne? Ich glaube, das haben wir noch nicht gefunden, das Haus. Okay, hier komme ich noch nicht weiter. Hier müssen wir als Erwachsener auf jeden Fall nochmal lang. Ach, jetzt habe ich dieses Gepiepse. Okay, ist glaube ich erstmal alles, was ich machen kann. Mehr geht nicht. Okay. Ich mache auf jeden Fall erstmal die Maske wieder weg. Die können wir jetzt erstmal nicht benutzen. Sonst hole ich mir einen Freitod. Okay. Skuldi. Skuldi können wir noch holen. Und dann ist auch schon wieder langsam Schicht im Schacht. So, vielleicht sind hier auch ein paar Herzteile, Herzchen drin. Ja, wow. Achso, hier brauche ich sowieso, okay. Verstehe. Na, 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 na. So, rein da. Was haben wir Schönes? Hm.
Naja. Boss-Key für den Wassertempel. Ja. Okay, ja, das war's aber auch. Ja. Mehr gibt's hier nicht zu holen. Alles klar. Puh. Es sei denn, ich könnte mit den Hoverboots auch noch darüber gleiten. Möglich. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das möglich ist. So, warte mal. Okay, da liegt nur ein Rubin. Da muss ich nicht hin. Alles klar. So, was können wir noch machen? Wie gesagt, also hier können wir erstmal aufmachen. Ah, schade. Nur ein Rubin. Ich glaube, unter den Dingern sind auch freistehende Rubine, oder? Ich denke ja. Ja. Sehr schön. Jo, und noch ein Schlüssel. Ey, geil. Bottom of Well ist das wahrscheinlich. So, zack. Well. Well done. So. Ich hole mal wieder meine Maske raus. Bisschen Bomben sparen und so, ne? Oh, sehr schön. Da kann man ein bisschen was erhalten. Piece of Heart, 210 Rubine. Oh, komm, okay. Ich hoffe, es war kein Fehler. Mann, Mann, Mann. Ein Recovery Heart. Ne, das brauche ich nicht. Dankeschön. Ciao. Guck mal, hier gibt es gratis Recovery Hearts. Tudelü. Okay, zwei Herzteile bekommen. Hat aber viel Geld gekostet. Schade. Ach, Leute, der Part ist schon wieder rum. Das macht mich ganz traurig. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zum Randomizer von Ocarina of Time und Majora's Mask. Tschüssi.